Das Ende der Atomkraft ist besiegelt. Daran ist zumindest in Deutschland nicht mehr zu rütteln. Zum 15. April 2023 sollen die drei letzten verbliebenen AKWs Emsland, Neckarwestheim 2 und Isar 2 endgültig vom Netz gehen. Für die Grünen ein Kernanliegen ihrer Politik. Atomkraft ist eine Hochrisikotechnologie. Sie ist nicht beherrschbar. Und es entsteht unheimlich viel lange strahlender Atommüll, für den wir noch kein sicheres Endlager gefunden haben. Insofern ist es ein schweres Erbe auch für die künftigen Generationen. Als am 11. März 2011 ein Tsunami zu einem schweren Atomunfall im japanischen Fukushima führte, machte das auch Eindruck auf die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel. Wir können nach Japan nicht einfach zur Tagesordnung übergehen, weil dort etwas passiert ist, was man sich vorher nicht vorstellen konnte. Aufgrund der aktuellen Energiekrise durften zuletzt drei deutsche AKWs im befristeten Streckbetrieb weiterlaufen. Die FDP würde lieber zuerst aus der Braunkohle aussteigen, akzeptiert den Koalitionsbeschluss jedoch zähneknirschend und hat noch eine Idee. Wir schlagen deshalb vor, dass die Kernkraftwerke in der Reserve bleiben für den Fall, dass sie doch noch einmal gebraucht werden und dass wir die Kernkraftwerke jetzt nicht zurückbauen. Der Beschluss der Regierungskoalition aber ist eindeutig. Einen Ausstieg vom Ausstieg wird es nicht geben.